Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM16. Wir haben heute den großen Tag. Atletico Madrid. Zuvor müssen wir noch gegen Frosinone Calcio antreten, aber ich glaube, das Spiel ist uns relativ wurscht. Ich habe schon aufgestellt und wir werden ziemlich viel B11 haben eigentlich. Gar keinen, bis auf Areola, der dann im Spiel gleich spielen wird gegen Atletico. Wir haben die Champions League schon sicher, leider nur die Quali, und ich hoffe mal, dass wir trotz der B11 heute gegen Frosinone gewinnen, die eine gute Saison hinter sich haben. Platz 8 haben sie inne, und ja, wir möchten gerne noch an Milan vorbei, aber wir schaffen das nicht ohne Schützenhilfe, und trotzdem müssen wir heute natürlich dann vorlegen. Sonst ist nichts passiert, ich habe nur noch ein paar Spielern geguckt, das werden wir aber so wirklich intensivieren, wenn wir halt ja fertig sind mit der Saison, weil es momentan einfach noch ein bisschen zu stressig ist und man zu fokussiert ist auf die Sachen wie Europa League Finale, es klingt so unglaublich, ne? Es klingt so unfucking glaublich. Und halt das Coppa Italia Finale. So, passt das? Der Rotario war ja eigentlich ganz gut gegen uns immer, denn Manndeckung bei ihm. Lemina vielleicht auch noch, hartes Tackling plus Weak Foot. Ich glaube, der Rest langt. Jungs, pusht euch. Soll heute ein Sieg werden. Ich hoffe mal, dass Apadura auch mal wieder ein Tor macht. Der ist ja jetzt wirklich sehr lange ohne Tor. Wir starten auf Angreifen und los geht's. Ich denke mal, es ist auch das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison. Und Milan spielt zeitgleich gegen Udinese Calcio hier. Hoffen wir mal, dass Udinese Calcio sich ein bisschen pusht. Aber die auch eigentlich schon sicher sind jetzt auf Platz 4. Also einfach mal gucken, was dabei rauskommt hier. Die einzigen, die spielen, die auch im letzten Spiel gespielt haben, von den Feldspielern her, dürften Maximovic und Gelladoni sein. Im Europa League-Finale sollen dann Alihi spielen und Brugmann natürlich. Ich hoffe mal, dass da keiner gesperrt ist, aber wir haben eigentlich nachgeguckt. Ja, Kur verliert den Ball, darf heute auch nochmal ran. Wird wohl sein letztes Spiel werden. Rotario mit dem ersten Schuss. Areola passt auf. Kur wollte er gehen. Habe ich nichts gegen und ich wollte mir so oder so einen neuen RM anschaffen. Ich überlege auch momentan so ein bisschen, ob ich mir vielleicht noch einen neuen Stürmer noch kaufen soll, weil Ocegovic hat ja auch ab und zu seine Ausfälle. Lapadula trifft leider auch überhaupt nicht mehr. Ilic war auch nicht wirklich gut. Weil Portere natürlich auch zurückkommt. Also das dürfen wir nicht vergessen. Der ist ja auch fest eingeplant dann. Bielik, wohin geht's? Nach ganz unten auf Costantini. Cool, vielleicht jetzt mal ein guter Ball rein. Der sieht ganz gut aus, aber Sunic ist voll losi am Ball. Ja, Costantini, vielleicht gute Flanke Nummer 2. Nein, nicht durch. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt die Szene schlechthin war, also naja. Juventus führt gegen Carpi, das ist uns eigentlich wurscht, die sind ja so schon länger Meister. Jetzt auch gleich das 2:0 nachgelegt per Elfmeter. Wichtig ist eigentlich nur, was hier passiert zwischen Udinese Calcio und Milan. Und Udinese Calcio führt. Ah, Bielik klärt, hat übrigens schon gelb, also ist ein bisschen gefährlich. Und Konter, Maximovic auf Lapadula. Das war ziemlich dumm. Mit dem Sieg von Udinese Calcio wären wir vorbei, aber nicht, wenn wir selbst Scheiße bauen. Jungs, komm, verteidigt mal ein bisschen besser. Was ist denn da los schon wieder hinten? Gehen wir auf Kontrolle, weil die Jungs anscheinend schon wieder viel zu dumm sind, was zu machen. Weil wir die besseren Ergebnisse gegen Milan erzielt haben. Deshalb sind wir vorbei, sobald das punktgleich ist. Wäre auch okay momentan. Trotzdem wäre es hier schön, wenn wir wenigstens auch einen Vorsprung rausholen könnten. Lapadula auf Losi. Wohin geht die Reise? Gelladoni überläuft. Bekommt den Ball auch. Schöne Flanke rein. Und Kur an den Pfosten. Lapadula kommt nicht dran. Geklärt von Lemina. Ach, Pech. Schade. Ecke von Kur. Kommt. Würde sich dann, also wenn es so bleibt, auch am letzten Spieltag entscheiden, was dann, wo es dann hingeht, ob in die Champions League Qualifikation oder halt direkt in die Gruppenphase. Na,
Oh Gott, war das schlecht verteidigt von Vitorini. Unten auch Rotario muss eigentlich nur einschieben und wir haben auch riesig Glück. Boah. Also wie hier noch keine Tore gefallen sind, wundert mich ja wirklich sehr. Frosinone die deutlich bessere Mannschaft, auch wenn wir auch eine gute Chance hatten durch Kur, der den Ball an den Pfosten gesetzt hat. Ja, Kur geht durch die Mitte wieder Bielik. Scordella läuft eigentlich ganz nett, aber wird nicht angespielt. Das könnte jetzt was geben. Scordella schön gespielt auf Lusi. Lusi! Und schon wieder Aluminium, bitte! Was? Das kann doch nicht wahr sein. Konterchance? Na. Ball kommt eigentlich nicht gut. Ein bisschen riskant geklärt von Stojanovic. Areola hat da zum Glück aufgepasst. Udinese Calcio führt immer noch gegen Milan. Es bleibt dabei durch Evangelista. In der 11. Minute. Wundert so ein bisschen, dass diese eine Chance gerade von Rotario, weil ein Ball an den Pfosten gehauen hat, keine klare Torchance war. Dafür aber halt der Schuss von Kur. Ah, Lapadula, jetzt aber komm. Lapadula, ja, links, rechts und er wird gefällt und das ist ein Foul. Und jetzt kann Lapadula doch endlich mal sein Tor machen. Er geht halt sofort zum Elfmeterpunkt. Ja, das muss jetzt sitzen. Ich meine, klar, er hat ein Tor gemacht im Europa League Halbfinale im Elfmeterschießen, aber das zählt halt nicht wirklich. Und jetzt gilt's. Gianluca Lapadula muss uns zum Sieg schießen und haut den Torhüter fast noch selbst mit rein. Oh, Lapadula, fünftes Saisontor erst. Ja, das könnte ein ganz wichtiges werden für die Champions League. Sehr schön gemacht, Lapadula. Und jetzt wäre es natürlich so, wenn es jetzt so bleibt. Und Milan verliert. Ah ne, wobei es sind nur 2 Punkte. Okay, nichts gesagt. Weil wir hatten ja diesen einen Punkt durch das Unentschieden. Immerhin haben wir jetzt hier die Führung. Das ist aber trotzdem nicht gut. Kann ich das den Jungs... ich muss es sagen. Gut, sehr schön. Sehr schön, dass sie es verstehen. Das ist sehr, sehr gut. Juventus hat übrigens auch noch einen zweiten Elfmeter bekommen. Findet es 13-0 gegen Carpi. Milan muss am letzten Spieltag zu Sassuolo. Oder gegen Sassuolo, ich weiß gerade nicht, ob es auswärts oder heim ist. Und wir zu Hause, gegen wen war es jetzt nochmal? Gegen Rom. Die jetzt auch gerade gegen Provercelli zurückliegen. Ja, Gilardoni. Ja, das war ein schlechter Einwurf. Spinazzola hat da mal ganz locker den Ball bekommen. Langer Ball nach vorne. Stojanovic gut geklärt. Stunde ist jetzt gleich um. Das ist ein bisschen beruhigt, das Spiel gerade so auf Frosinone-Seite eigentlich. Schön gemacht von Lapadula auf Scordella. Lapadula bekommt nochmal den Ball, legt ihn hoch auf Kur. Nochmal runtergelegt und Lapadula, yes! Gianluca macht irgendwie 15 Spiele kein Tor. Jetzt macht er einen Doppelpack. Sehr schön. Oh, das freut mich richtig für ihn, wirklich jetzt. Also ich meine, klar, ist nur ein Spiel, aber das freut mich, dass er jetzt endlich mal wieder getroffen hat. Kur, ja, das war dank dem Gegner eigentlich nur. Und Hansen sieht da wieder sehr schlecht aus. Hat er beim Elfmeter eigentlich schon die Hand dran gehabt. Oh, sehr schön. Dann müssen wir... Wenn es jetzt aber so bleibt, eigentlich nur ein Unentschieden gegen Rom holen durch dieses Head-to-Head-Resultat gegen Milan. Könnten sie also wirklich vorbeikommen, wenn wir verlieren. Jetzt aber erstmal Frosinone wieder. Ball kommt nicht gut, Areola. Eiskalt. 15 Minuten noch und ja, Udinese Calcio führt weiter. Souverän, würde ich mal sagen. Gegen Milan. Mittlerweile sind wir auch deutlich stärker eigentlich von den Stats geworden. Oh, das war jetzt aber sehr schlecht, ja. Stojanovic hat immer mal wieder so einen Fehler drin. Das darf so nicht passieren.
Das ist jetzt gefühlt schon irgendwie das dritte Mal oder so, dass er das macht in dieser Saison, dass er den Pass viel zu kurz macht zum Keeper zurück. Das darf so nicht passieren. Nee. Das ist auch nicht der Fehler von Areola. Der Ball ist einfach zu kurz gespielt. Und das ist auch einfach zu riskant. Das ist keine. Ja, da beachtet er einfach nicht den Gegner, sondern spielt blind zurück. Das darf so nicht passieren, aber es wird wohl doch noch reichen dann für den Sieg, hoffe ich mal. Eine Minute gibt es oben drauf. Das ist auch sehr interessant hier bei Lazio gegen Verona. Warten, Dions. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer fucking Ernst sein, Alter. Das war echt kein Abseits. Boah, war aber haarscharf dann, oder? Mal schauen, was unten abgeht. Okay, Gelardoni macht den Riesenfehler. Aber auch Stojanovic, wo er wieder hinläuft. Da kann Areola eigentlich auch nicht so viel machen. Ach, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da muss ich halt wieder rumschimpfen mit den Jungs. Das will ich doch gar nicht machen. Aber was ist denn das für ein Bullshit? Sind die... Das passiert, das ist letztens schon passiert, als wir die BL angenommen haben, dass die hinten einfach dümmer als dumm sind. Und so haben wir uns jetzt gerade einen riesen Matchpoint natürlich verspielt, weil wir einfach mal wieder komplett abgeschaltet haben. Jungs, das geht so nicht, das geht so überhaupt nicht. Ganz ehrlich, nee, da muss ich halt wirklich richtig, richtig schimpfen. Es geht so nicht. Ich meine, klar, wir sind vorbei. Wir können es jetzt gegen Rom immer noch selbst in der Hand haben. Zwei Punkte mehr wären schön gewesen, weil dann hätte uns ein Unentschieden gegen Rom gereicht, die bestimmt keine schlechte Mannschaft haben. Klar, die sind momentan extrem kacke, sind auf Platz 15. Das ist halt tierisch schlecht, aber ganz ehrlich, die haben immer noch ein paar gute Spieler, die dann bestimmt auch mal gut spielen können. Hier ein Strootmann, gut, der ist gesperrt dann. Ein Tufan, ein Golan, Salah, Roland, das sind alles gute Spieler. Und wir können uns ja bestimmt nicht darauf verlassen, dass Sassuolo gegen Milan unentschieden spielt oder sogar gewinnt. Unglaublich. Das ist halt unfucking fassbar. Hauptsache, das passiert jetzt nicht gegen Atletico. Weil ich da jetzt nicht so eine große Sorgen habe, weil das komplett andere Spieler jetzt sind. Ich habe übrigens mal alle gescoutet, damit wir uns einen Überblick verschaffen können, was Atletico so hat. Stärkster ist auf jeden Fall Koke, Griezmann, Babacar, Jonas Hofmann haben sie auch, Salvio ist ja verletzt. Schönes Gehalt, würde ich auch gerne zahlen können. Babacar hat 22 Tore gemacht, Griezmann 11. Holy shit, Jackson Martinez, Alter. Holy fucking shit, Jackson Martinez, warum so heftig viel? 20 Vorlagen, Jonas, oh fuck, das sind halt richtig, richtig starke Spieler. Das sind halt wirklich so gute Spieler. Ha. Brunkmann ist bei der Coppa dabei, das ist schon mal ganz schön. Eieiei, scheiße. Also wir sind ganz, 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 ganz klare Außenseiter. Was? Settimana ist doch eigentlich Team of the Week. Ah, Castellano hat doch gar nicht gespielt. Oder nehmen sie das Spiel gegen Napoli noch mit rein, aber das war ja auch eigentlich nur ein Unentschieden. Muss man nicht verstehen. Naja, naja. Ja. Das ist ordentlich. 56 Spiele, 36 Tore, 5 Vorlagen. Aber wir können es schaffen. Ist klar, wir sind Außenseiter. Aber wir können es natürlich schaffen. Ich meine, wir haben es gegen Atletico, gegen Monaco haben wir es geschafft. Und ja. Mit ein bisschen Glück. Izzo muss gegen Jackson Martinez halt richtig gut spielen.
Gegen Rennes. Ich hätte eher gesagt, dass gegen Monaco das Rückspiel war der Höhepunkt auf dem Weg ins Finale. Maximovic wird nicht spielen. Werden ganz klassisch spielen, also auch keine Taktikspielereien, so wie bei Monaco. Das war ja letzte Aus. Das war ja der letzte Ausweg eigentlich. Machen wir gleich mal, bevor ich das vergesse. Oh, 11,5 Millionen Marktwert schon, holy shit. Verdient nur 7,5, mal schauen, was er jetzt möchte. Ist ein bisschen viel. Machen wir mal 30.000 raus. 5 Jahre will er bleiben, das ist schon mal schön. Freikaufklausel kann man ruhig mal ein bisschen hochpacken, jetzt auf 75 Millionen. Damit da die Vereine erstmal abgeschreckt werden, keine Gehaltssteigerung. Bei Länderspielen 5, ja, können wir machen, geht dann auf 60.000 hoch, würde ich sagen. Also das ist verdoppelt. Und Jahreself-Prämie 85, okay, 95 geht auch. Kurz vertippt, aber das passt schon. Torprämie 4, 5, 6, 5. Bei Abstieg ablösefrei. Und hier gehen wir ein bisschen hoch. 750.000. Ich weiß, es ist sehr viel, aber der Typ ist halt so stark. Was sagst du denn dazu? Du bist ein Arschloch. Ist das Capone sein? Nein, das ist nicht Capone selbst. Das ist sein Berater. Wen hat er denn noch so? Kaum gute. Also Capone ist da schon mit Abstand der beste. Zampano hat er ja noch, aber der hat sich ja dann auch komplett verwechselt. Wer ist denn mal bei uns geblieben? Aber gut. Dann halt nicht. Europa League Finale steht an. Holy shit, Europa League Finale steht an. Also wir werden die besten aufstellen, die wir haben. Mit Firmoz Jalichi auf den Außenverteidigerpositionen. Auf der 10 bin ich mir gerade noch nicht so sicher, ob Castellano oder Capone. Vielleicht auch beide und Capone geht auf die rechte oder linke Seite. Brugmann natürlich auf der Doppel-6 mit Mocinic, wo auch immer der hier gerade rumlungert. Mocinic, wo bist du? Ah, hier. Vorne auf jeden Fall Odzegovic. Der momentan das schlechteste Rating in den letzten 5 Spielen hat bei uns. Im Tor ganz klar Areola. Und hinten natürlich Izzo Jovanovic. Bei Jovanovic ist wahrscheinlich immer noch Monaco interessiert. So und vorne. Wir haben Mancuso, wir haben Capone, wir haben eigentlich alle, die wichtig sind. Castellano war ganz gut. Ich glaube, den lasse ich auch spielen. Und ich glaube, ich lasse auch Capone spielen. Und ich lasse, glaube ich, auch Nogi spielen. So stelle ich mir das eigentlich gut vor. Mancuso auch nicht so schlecht war die letzten Spiele. Aber Zählbares macht er halt nicht so oft. Passquote ist meistens gut. Aber gegen Monaco im Rückspiel war er halt schon sehr, sehr stark. Wie sieht es im Vergleich zu Nongi aus? Ah, der war nicht ganz so stark. Okay, dann mache ich so. Capone links, rechts Mancuso. Und Nongi ist dann Backup. Lapadula kommt mit. Vitorini kommt mit. Gennadoni kommt mit. Maximovic kommt mit. Bilic kommt mit. Losi Nongi kommt mit. Passt eigentlich so. Also nur Salvio ist der namhafte Ausfall bei Atletico. Und Atletico wird wohl im typischen 4-4-2 spielen. Simeone ist immer noch Trainer. Also ein sehr, sehr starker Coach gegen uns. Naja. Ja, dann auf in die wilde Fahrt. War ein langer Weg, war ein heftiger Weg, war echt krass, was wir teils für Spiele hatten. Jetzt sind wir wirklich im Finale. Im Finale der Euroleague. Und das ist eine unfassbar starke Startelf. Also wir haben gesehen,
Babacar und Jackson Martinez sind unfassbar starke Stürmer. Hofmann und Griezmann machen viele Vorlagen. Koke ist ein unglaublich starker Spieler. Und die Defensive ist wahrscheinlich auch echt supi. Mal kurz gucken. Atletico, La Liga. Haben 34 Gegentore bekommen. Das ist das drittwenigste hinter Barcelona, die übrigens Meister geworden sind, und Atletico, sorry, Real Madrid. Ah, also es kann heute nur mit Glück gehen, mit einem Sahnetag von uns. Dürfen uns nicht einen einzigen Fehler erlauben. Und dann kann es vielleicht was werden. Wir müssen ja halt hier wirklich das beste Spiel in der kompletten Karriere eigentlich zeigen. Komm schon, Jungs. Es wird halt so unfassbar schwer. Der Start muss halt stimmen. Der Start muss halt sowas von wirklich stimmen. Kein frühes Gegentor. Ja, frühes Tor wäre vielleicht ganz gut. Vielleicht jetzt sogar schon. Okay, vielleicht auch nicht. Es ist jetzt einfach nur noch ein Hoffen und Bangen. Aber egal was ist, das war halt wirklich eine unfassbar starke Europa League-Saison. Egal was jetzt passiert. Via Mozzi. Ah, schön gemacht. Via Mozzi. Bitte hauen gut rein. Der ist nicht schlecht. Brugmann. Ah, legt nochmal zurück auf Mocinic. Unten wäre Platz. Den sieht er mit Alihi. Ah, Alihi auf Capone. Ja, egal. Der Wille zählt. Passt schon. An der Ecke. Kurz ausgeführt, so wie es soll. Und Castellano. Schade. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn wir natürlich im Europa-League-Finale dann endlich mal ein Tor nach dem Standard machen. Ballbesitz ist auch gerade extrem heftig. 83 zu 17%. Aber ist klar, Atletico spielt halt komplett über Konter. Das weiß man ja. Castellano mit einem Freistoß kommt nicht gut. Savic klärt locker Capone. Schön durchgesteckt auf Orzegovic. Oh, super geklärt. Ich glaube schon wieder von Savic. Guter Beginn von uns, leider noch kein Tor. Ah, das heißt auf jeden Fall, wir sind dabei. Oh, gut, Mann, probiert's mal. Wir sind auf jeden Fall dabei und versuchen viel in diesem Spiel. Griezmann, faul. Zwei gelbe Karten gab es übrigens schon. Für Koke, das ist sehr gut. Und für Mocinic, das ist nicht so gut. Castellano mit dem nächsten Freistoß. Und wieder Savic, der macht bisher ein richtig gutes Spiel. Hat schon den einen oder anderen Ball sehr gut weggeklärt. Santi Cazorla kann den Ball nicht annehmen und Fiamozzi bekommt ihn dann durch. Ballbesitz bleibt weiter in diesen Sphären von 80-20 ungefähr. Mocinic muss den Ball abspielen eigentlich. Gut, gerade noch geschafft. Nalihi, vielleicht jetzt ein guter Ball rein. Alihi. Ah, Hofmann kommt nicht ran. Schön gespielt, Capone. Ah, hätte ihn vielleicht in die Mitte legen müssen. Atletico mal mit einer Ecke. Erste Ecke im Spiel für Atletico und Jackson Martinez macht fast das Ding. Boah. Wow. 20 Minuten um und wir haben schon echt viele Szenen gesehen. Atletico hat auch. Oh Gott, Griezmann kriegt den Ball vor Alihi, der jetzt natürlich auch hinten auch fehlt. Da kommt Mocinic nicht ran. Okay, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Jetzt bitte den Ball gut klären. In die Mitte ist nicht unbedingt die beste Idee. Das war sehr schlecht gemacht. Hofmann auf Koke. Gut gemacht von Fiamozzi, den Ball aber noch so Santi Cazorla klären kann. Hofmann auf Jackson Martinez. So eine starke Grätsche von Fiamozzi.
Ball kommt auf 84 schon wieder. Santi Cazorla nochmal hoch auf Hofmann. Vorbei. Ich muss mal kurz ein bisschen was gucken. Das ist schon okay mit dem Pressing auf Hofmann. Ich glaube, das Pressing bei Koke könnten wir rausnehmen und vielleicht auf Griezmann packen. Wobei ich mir da jetzt gerade noch nicht so wirklich sicher bin, ob das die beste Idee ist. Ob wir das wirklich machen sollten. Aber ich probiere es mal. Das Pressing auf Koke war definitiv keine schlechte Idee. Wir können es ja noch zurückpacken. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es jetzt für ewig ist. Ja, Griezmann macht schon ordentlich Dampf da über die rechte Seite. Es hätte jetzt auch sehr schief gehen können, was Alihi da gemacht hat. Beziehungsweise was er nicht gemacht hat, nämlich den Ball bekommen. Wir haben auch mal wieder eine Ecke. Capone bringt den Ball rein. Kommt nicht durch, weil Godin gut kehrt. Fiamozzi. Ja, Castellano bekommt den Ball und probiert's mal, aber Oblak ist natürlich auch kein schlechter. Ist sogar ein richtig guter. Aber wir stellen uns besser an, als ich es erwartet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, das wird so ähnlich wie gegen Monaco, wo die halt Chance über Chance haben. Das ist jetzt eine sehr gute Freistoßposition. Der Ball kommt auch durch auf Odzegovic. Leider zu früh abgeschlossen. Da hätte man ruhig nochmal vielleicht da vorne legen können, aber Atletico verteidigt jetzt echt sehr sporadisch. Da sind nicht ganz so viele Spieler, also man sieht viel blau-weiß und nicht so viel rot-blau. Ball kommt nicht durch, vorne steht nur Alihi. Das war aber nicht gut geklärt. Babacar schickt Santi Cazorla und das war zum Glück anscheinend nichts, aber wir kriegen eine Ecke gegen uns, die Santi Cazorla macht. Ball kommt nicht gut dieses Mal. Atletico natürlich sehr stark nach Standards. Und Griezmann, boah, starke Parade von Areola. Schöner Schuss aber auch von Griezmann. Einfach mal abgezogen, so muss es halt auch mal gehen. Santi mit der nächsten Ecke und Castellano knallt wieder Brückmann. Könnten Konter fahren, vorne wäre Odzegovic. Ja, wird gefällt von Zimmer und gibt keine gelbe Karte. Eine Minute oben drauf in dieser ersten Halbzeit, die jetzt wohl torlos endet. Yep. Ich denke, wir stellen uns ganz gut an. Es geht natürlich besser. Kommt, Jungs, schießt das entscheidende Tor. Und dann passt das. Zikovic kommt. Ach, schade. Zweite Halbzeit, auf geht's. 0:0 immer noch zwischen Pescara und Atletico. Alles noch drin, weil das Spiel relativ ausgeglichen ist. Jackson Martinez und stark gemacht von Jovanovic. Bisher haben wir sowohl Babacar als auch Jackson Martinez schon ganz gut im Griff. Die kommen nicht so wirklich oft zum Zuge, wie Atletico das wohl möchte. Aber Atletico holt sich ein bisschen mehr Ballbesitz jetzt in der zweiten Halbzeit. Also 10% mehr ist natürlich immer noch nicht viel. Griezmann hat sich verletzt, unten haben wir gesehen. Ja, Ball kommt lang, Jovanovic. Das sind halt die gefährlichen Sachen bei uns. Wenn wir den Ball, so einen hohen Ball klären müssen, dann kommt er gerne mal per Kopfball von unseren Jungs zu den gegnerischen Jungs. Das ist bisher der Fehler, den wir machen, aber zum Glück auch nicht so oft. Capone. Könnte da vorbeikommen. Hat er schön gelöst, auf Brugmann in die Mitte gespielt. Spielt auf Castellano. Da ist Odzegovic. Unten würde Mancuso laufen. Mancuso! Schade. Griezmann geht raus, weil er verletzt ist. Kranjewitter kommt rein. Das heißt, Hofmann rechts, Koke links. Okay, dann könnten wir doch das Pressing wieder auf Koke ziehen. Hofmann ist klar, dass er ein guter ist. Die haben ja ständig die Seiten getauscht. Das war richtig klug gemacht von Atletico. Weiter geht's. Stunde gleich um. Ah, Brutmann verschätzt sich.
Santi schickt Babacar, der ist schon hinter der Viererkette. Und schön abgeblockt von Izzo gegen Babacar. Anschließend Nick gemacht, Santi Cazorla. Oh, gefährlich. Jackson Martinez klärt erstmal raus. Cazorla sieht in der Mitte Hofmann. Hofmann alleine. Jetzt geklärt von Izzo, sehr schön. Bei uns sehe ich noch nicht wirklich den Riesengrund zum Wechseln. Alle spielen ungefähr auf dem gleichen Level, bis auf die Verteidiger, die, ja, Außenverteidiger vor allem, die stechen momentan heraus. Lapadula wäre vielleicht ein bisschen zu optimistisch, Ocegovic ist gut für ein Tor. Nongi muss ich nicht unbedingt bringen, weil vorne sind die drei auch ganz gut. Kurz ausgeführte Ecke wieder, Fiamozzi wird gestellt dieses Mal von Cook, bringt den Ball auf Capone, der zieht jetzt mal in die Mitte rein, Capone legt auf Castellano, Schuss deutlich vorbei. Gerade deswegen, Castellano und Capone spielen so in dieser Konstellation eigentlich recht gut zusammen. Vezo kommt rein für Caceres. Savic ist jetzt neuer Rechtsverteidiger. Hätte ich nicht gemacht eigentlich, weil Savic war einer der besseren bei Atletico. Hat er sehr viel weggehauen. Klar, Godin ist auch sehr stark. Vezo bestimmt auch, aber trotzdem hätte ich das eher so gemacht, dass ich Savic und Godin in der Innenverteidigung beibehalten hätte und das nicht aufgelöst hätte, das Duo. Brutmann, wir haben noch 15 Minuten. Ah, schlechter Pass. Chance mit Jackson Martinez und Babacar für Atletico zu kontern. Schön gemacht von Ali, super antizipiert. Aber Babacar kommt ran, Castellano bekommt den Ball, weil die Grätsche nicht gut war. Mancuso könnte den Ball durchstecken, nimmt erstmal Brutmann mit. Der sehr unauffällig spielt, aber natürlich immer noch für so einen Magic Moment bestimmt gut ist. Capone auf Morcinic, schön gespielt auf Alihi. Jetzt eine gute Flanke rein und der Ball ist drin. Ah, lieber in den Rückraum auf Brutmann. Versucht mal abzuziehen, aber das war nicht gut. Und Izzo ganz klug gespielt gegen Babacar und Jackson Martinez, die dort nicht reagiert haben. Und Hofmann, der hat schon gelb. Der hat schon gelb und der kriegt nochmal gelb. Und das ist die gelb-rote Karte. Und Atletico ist in Unterzahl. Und wir haben eine Ecke. Capone bringt den Ball rein. Kommt nicht durch, Kalane wird erklärt. Aber wir haben den Ball. Castellano kriegt den. Müssen gleich natürlich umstellen. Ein bisschen gucken, was wir dadurch machen können, weil Hofmann jetzt weg ist. Für uns natürlich ein Riesenvorteil. Fiamozzi auf Mancuso. Links, rechts, wo geht er vorbei oder spielt er die Bar? Er spielt die Bar. Fiamozzi, hau so eine Gottesflanke raus, bitte. Traut sich nicht. Zu viel Gegenspieler. Atletico jetzt wirklich sehr, sehr passiv. Koke, sehr riskant schon mit der gelben Karte. Willst du eigentlich fast Hofmann gleich machen? Brutmann nochmal. Spielt den Ball auf Morcinic. Zieht mal ab, aber vorbei. Und zwar rechts unten am Tor. Da muss Oblak nichts machen. 9 Minuten noch. Spielen jetzt ein enges 4-2-2-2. Natürlich ohne einen Stürmer. Babacar ist jetzt rausgegangen. Dafür kam Marlon. Das ist ein ZTM anscheinend. Und Innenverteidiger. Ich denke, in dieser Grundausrichtung werden sie jetzt auch bleiben. Deshalb nehme ich mal die Manndeckung auf Jackson Martinez, das Pressing nehme ich dadurch raus und packe das Pressing dann auf Santi Cazorla. Das von Hofmann ist natürlich perfekt, also das spielt uns halt so unfassbar in die Karten. Scheiße. So, 3 Minuten Nachspielzeit, wir werden den ersten Wechsel vollziehen. Und werden Bielek reinbringen für Morcinic, der starkes Spiel gemacht hat, allerdings... Jetzt kommt es halt dazu, dass es wirklich krachen wird auf dem Feld. Und Bielek kann er mal ordentlich und beherzt rumgrätschen. Jungs, wir haben die besten Karten. Wir haben die besten Karten und wir müssen das jetzt endlich mal ausspielen. Und ich bin immer noch so ein bisschen darauf bedacht, vielleicht gleich Nongi zu bringen oder Lapadula. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mal, spätestens zur Halbzeit der Verlängerung werde ich es machen. Bis zur 100. möchte ich mich entschieden haben. Am besten, wenn wir da schon führen. Ball kommt nicht gut. Ich weiß auch nicht, ach, Elfmeterschießen, klar, wir hatten das gegen Monaco gewonnen. Sahen da relativ gut aus. Aber Atletico haben auch super, super Elfmeterschützen. Ali, vielleicht vorbeikommen. Ball ist sehr gut. Ocegovic, ah, bleibt hängen an Marlon. Nee, Vezo, sorry.
Aber wir sind so stark dabei. Wir müssen das Tor machen. Capone mit der Ecke, die zu lang ist. Und wieder Castellano. Auf Brugmann. Versucht's mal abzuziehen, aber nicht gut. Fiamozzi und klasse gegrätscht von Santi Cazorla. So, ich habe mich entschieden. Ich werde Castellano rausnehmen. Sehr gutes Spiel gemacht, aber jetzt gilt's und es heißt Fitness, Fitness, Fitness. Lapadula, da warte ich noch. Den bringe ich dann höchstens zum Elfmeterschießen rein. Also nicht höchstens, aber mal schauen, was jetzt Nongi erstmal bringt. Da warte ich jetzt erstmal ab. Nicht zu viel auf einmal verändern, damit man nicht einen Spielfluss rausnimmt oder so. Bielik auf Nongi, die beiden neuen. Oben ist viel Platz. Und Capone muss ihn machen. Scheiße. Ah, fuck. Gute Chance. Oblak aber auch starke Parade. Capone mit der Ecke. Ah, die kommt nicht gut. Wobei, wobei. Izzo. Yes. Kein Abseits. Nach dem Standard. Izzo. Fucking Izzo. Wir führen im Europa League Finale. Nach einem fucking Standard. Holy fucking shit. Okay, ist noch nicht vorbei, das Spiel. Wir müssen jetzt noch wirklich super verteidigen. Atletico muss jetzt aufmachen. Das bietet uns jetzt natürlich den Raum für Konter. Vielleicht können wir gleich das 2 zu 0 nachlegen. Alihi. Wir sind natürlich immer noch in Überzahl. Schöner Ball auf Nongi. Ah, probiert's gleich. Capone. Schön gespielt. Und Mancuso. Ah, schade. Super, Jungs, super. Kommt weiter, weiter, weiter. Laufen jetzt natürlich schon so einige auf dem Zahnfleisch rum. Brugmann 56%, Fiamozzi 57%. Ah, das sieht so gut aus. Wir kriegen das hin. Ah, Jackson Martinez, viel Platz. Oben sieht er Savic, der jetzt weit aufgerückt ist. Ball kommt, super. Jovanovic passt auf. Ich traue mich auch nicht wirklich jetzt gerade noch defensiv zu wechseln, sprich vielleicht den Stürmer auszunehmen und drei Sechser zu haben. Savic und geklärt von Alihi. Ich werde das, glaube ich, höchstens machen zum Zeitschinden. Schön gespielt auf Alihi. Ist auch gut, dass wir weiterhin offensiv spielen. Nongi. Nongi. Ah, oh, schade. Weil wenn wir uns jetzt hinten reinstellen würden, würde Atletico kommen. Und die haben halt weiterhin keinen Ballbesitz. Sie sind so hoffnungslos unterlegen seit dieser roten Karte. Ah, Izzo. Schade. 5 Minuten noch trennen uns vom Titel. Wir hätten noch Maximovic, Vitorini, Ghelladoni als Defensive. Lusi ist außen vor. Der wird nicht mehr kommen. Lapadula eigentlich auch nicht. Es wird eher Maximovic für Odzegovic. Ah, das wirklich in den letzten Sekunden des Spiels. Und zwar genau jetzt. Eine Minute gibt's oben drauf. Wir sind so kurz davor, die Europa League zu gewinnen mit Pescara. Holy shit. Siehst du, jetzt kann ich das gar nicht machen, so wie ich sonst mal mache. So, Maximovic kommt rein für Odzegovic. Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich jetzt die Formation so ein bisschen ändere. Bielik geht mal eins hinter. Kurz die Rollen richtig machen. Defensiver Mittelfeldspieler verteidigen bei Bielik. Brugmann, vorgeschobener Mittelfeldspieler. Und Maximovic sollte zurückgezogener Mittelfeldspieler sein mit defensiver Eigenschaft. Und die Flügelspieler nehme ich. Ah, wobei das nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu defensiv. Auch wenn es so 2 Minuten sind. Komm, pfeif einfach ab. Das sieht doch so gut aus. Der muss jetzt abpfeifen. Wir haben den Ball, der muss abpfeifen. Komm, pfeif halt einfach ab. Yes! Ho!
Holy shit. Wir haben die Europa League mit Pescara gewonnen. Holy shit. Boah. Jetzt mal ganz ernsthaft, ne? Das ist halt wirklich der größte Erfolg gefühlt, den ich jemals im FM hatte, weil sonst hatte ich immer richtig starke Mannschaften. Klar, unsere Mannschaft ist echt gut. Aber das sind halt auch noch so Spieler, die verdienen halt nur so 15.000 die Woche. Und die Champions League hatte ich sonst mit Vereinen gewonnen, die irgendwie 80.000 die Woche Spieler haben. Das ist halt riesig, das ist halt unfassbar. Was? Holy fuck. Natürlich muss man sagen, diese rote Karte hat uns mal sowas von in die Karten gespielt. Wir haben vorher super verteidigt und hatten viel Ballbesitz. Atletico, da hat man gemerkt, ja, die kamen halt wirklich über die Konter, die wollten diese Konter immer zu Ende spielen. Haben es fast geschafft, auch in Führung zu gehen dort durch Jackson Martinez. Aber, boah. Holy shit. Wir hatten halt so viel Ballbesitz hier auch in der Mitte, 38%. Das. Fuck. Das waren unsere Schüsse hier. Und das waren die von Atletico, die roten. Also drei Schüsse wirklich aufs Tor, wo Areola dann auch richtig gut gehalten hat teils. Gerade dieser Griezmann-Schuss, das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt, dass er sich verletzt hat. Also das war, ja, so wie ich es am Anfang gesagt habe, wir hatten das Glück. Wir hatten Glück und dann hatten wir das Können und dann hatten wir den Sahnetag. Dann waren wir geil. Das ist halt enorm, das ist halt hoch. Speichern wollte ich das eigentlich nicht, ich hab's auf Video. Das ist halt riesig, das ist halt enorm, das ist halt unfassbar. Ich kann es momentan nicht in Worte fassen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich schon erwartet, dass wir so gegen Everton rausfliegen. Hab mich dann halt eigentlich schon echt gefreut, dass wir gegen Everton weiter sind, weil ich dachte, ey, das ist echt nice. Ich kack nicht ab, das ist schön für YouTube und das ist geil. Ich versuche natürlich immer das Beste rauszuholen, weil ich möchte nicht unbedingt verlieren. Wenn ich jetzt hier in meinem privaten Safe verliere, denke ich mir, ja gut, nächstes Jahr wird schon, weil das spiele ich halt durch und durch. Aber hier bei YouTube haben wir nicht so viel Zeit, also muss ich das Beste aus der Serie machen und die besten Ergebnisse erzielen. Und das habe ich echt geschafft. Holy shit. Holy shit. Das ist halt unfassbar. Ich komme darauf nicht wirklich klar gerade. Dass wir wirklich die Europa League gewonnen haben. Das ist halt krass. Krass ist das einfach nur. Das große Atletico Madrid geschlagen und ein wunderschöner Nebeneffekt ist ja, jetzt starten wir auch in der Gruppenphase der Champions League. Das heißt, uns ist der letzte Spieltag mal völlig wurscht. Pescara Calcio gewinnt Europa League Titel. Hätte mir das einer vor der Saison gesagt, ne? Also ich hätte gedacht, der Typ hat doch einen Charme. Oder letztens, als ich weiß nicht, bei welcher Folge das war oder bei welchem Spiel, habe ich gefragt, was ihr denkt, wie weit ich komme und was noch so passiert. Und einer meinte, ja, ich gewinne die Europa League. Da habe ich geschrieben, sehr, sehr optimistisch, aber er meinte, ja, passt schon. Das wird dann so wie beim HSV. Ja, hattest recht, guter Junge. Wer war es? War es dieser, tut mir leid, ich habe den Namen vielleicht vergessen, war es Frank 777777777? Ich glaube schon. Sorry, wenn es ein anderer war. Aber Props an dich, du wusstest es. Holy shit. Vor allem der Abstand von Jonas Hofmanns gelber und roter Karte. Der war halt sexy. Boah, ich kann's nicht fassen. Ich kann's echt nicht fassen. Ich würde das gerne nochmal sehen, die rote Karte, wenn das geht. So, wo ist Jonas Hofmann? Da ist er. Jetzt kommt er da ungestüm gleich an. Ja, aber das ist eine rote Karte. Das ist eine rote Karte und das war halt perfekt für uns. Ich würde eigentlich gerne noch den Griezmann-Schuss sehen. Das war jetzt erstmal das Siegtor. Capone. Halt nach einer Ecke, ne? Das ist halt.
Das kannst du halt keinem erzählen. Wir sind halt die beschissenste Mannschaft schlechthin nach Ecken. Und haben es dann echt nach dieser Ecke geschafft. Und zwar, das war halt nicht mal so gewollt von dieser Ecke, weil von dieser Ecke ist es ja kurz ausgeführt, deswegen steht da 4 Mozzi. Bei der anderen Ecke ist es ja so, auf dem kurzen Pfosten dann eventuell direkt drauf oder verlängern. Hier war es jetzt auf den langen und dann verlängert auf den kurzen und das war halt perfekt. Unfassbar. Ich kann es nicht fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ist halt awesome. Das ist halt wow, Galatasaray hatten letztes Jahr und Schacht ja okay. Pescara Calcio gewinnt Europa League. Wir sind halt 2016 erst aufgestiegen. Das, boah. Krass. Eggesteine, wie hat er denn gepusht? Der hat doch schon ewig keine Runden mehr gespielt. Da musste der alle Tore irgendwie in der Gruppenphase gemacht haben und vielleicht Qualifikation. Ach, echt, wir haben so viele Prämien für die Europa League. Ist die Hälfte schon wieder weg? Holy shit, ey, die Jungs. Die Jungs sind Götter. So angepisst gerade gewesen nach dem Frosinone-Spiel. Gut, waren andere Spieler. Aber, ey. Geil. Geil. Einfach nur geil. Ich kann es nicht fassen, das ist krass. Also, wir haben die Europa League gewonnen und jetzt kommen wir erstmal alle schön runter. In der nächsten Folge können wir sogar noch den nächsten Titel gewinnen. Gegen Sassuolo. Das wäre halt. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Also, im letzten Jahr, im FM15, als ich das erste Let's Play gemacht habe für den Football Manager, habe ich mit dem HSV auch die Europa League gewonnen. Und da hatte ich halt saustarke Spieler. Ich meine, ich hatte auch komplett andere Finanzen gleich zu Anfang, weil ich halt war ein Bundesliga-Verein mit viel Geld und habe mir dann halt Leute gekauft wie Fabian Scheer. Hatte Leute wie Ulcik oder ja, Vogt, Gerhard. Ich hatte einen unglaublich geilen Regen, wobei ich glaube, der hat noch gar nicht bei der Europa League Saison gespielt mit Paslak. Das waren andere Voraussetzungen und hier waren wir heute sowas von Underdog schlechthin. Vor allem im letzten Jahr war es auch noch so, dass dann Evan einfach zu dem Spiel keinen Manager hatte. Alter. Das ist schön. Das ist schön, ich bin glücklich. Was ein Spiel so machen kann, ne? So, wir sehen uns bei der nächsten Folge. AS Rom dann und Sassuolo im Pokal. Wäre doch schön, wenn es da auch klappt, ne? Das wäre halt unfassbar. Wie gut wir halt arbeiten. Was für gute Spieler wir haben. Wie wir die Europa League gewonnen haben. Da gibt's nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschö!